Dies geschah im Jahr 2011, als ich den Bodenbelag in meinem Lagerraum ersetzen wollte. Ich hatte diesen Lagerraum viele Jahre lang genutzt. Mit der Zeit war der Boden stark abgenutzt worden. Außerdem stellte ich fest, dass einige der Fugen zwischen den Böden immer größer wurden. Dies führte zu großen Problemen bei der Reinigung, da sich in diesen Fugen oft Staub und Schmutz verfangen hatten. So sehr ich mich auch bemühte, sie zu reinigen, ich konnte diese hartnäckigen Flecken nicht vollständig entfernen. Erschwerend kam hinzu, dass sich einige der Bretter aufgrund des Alters des Bodens sogar gelöst hatten. Wenn ich über den Boden ging, machte er ein hartes, schabendes Geräusch. In Anbetracht all dieser Probleme beschloss ich, dass ein neuer Bodenbelag die beste Lösung wäre. Eines Tages räumte ich alle Sachen aus dem Abstellraum. Ich legte den neuen Bodenbelag auf den Boden. Doch gerade als ich mich auf meine Arbeit konzentrierte, trat ich versehentlich auf einen hervorstehenden Nagel. Ein stechender Schmerz breitete sich in meiner Fußsohle aus, und ich setzte mich sofort vor Schmerzen auf den Boden. Ich beschloss, sofort ins Krankenhaus zu fahren, da ich wusste, dass die Gefahr einer Tetanusinfektion bestand. Im Krankenhaus erzählte ich dem Arzt, was passiert war, und zeigte ihm meine Wunde. Er sagte mir, die Wunde sehe ziemlich tief aus und es bestünde die Gefahr einer Infektion. Um eine Tetanusinfektion zu verhindern, beschloss er, mir eine Tetanusimpfung zu geben. Am nächsten Tag begann ich mich etwas unwohl zu fühlen. Ich fühlte mich müde und schwindelig und bemerkte auch Rötungen und Schwellungen um die Wunde herum. Ich machte mir Sorgen, weil diese Reaktionen nicht normal zu sein schienen. Ich habe mich sofort an meinen Arzt gewandt und ihm meine Symptome geschildert. Der Arzt sagte mir, dass dies eine Nebenwirkung der Tetanusimpfung sein könnte. Der Arzt riet mir, für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus zu gehen. Nervös eilte ich ins Krankenhaus, in der Hoffnung, dass eine Lösung gefunden werden könnte. Im Krankenhaus teilte mir der Arzt mit, dass mein Körper allergisch reagierte und dass die Wunde infiziert war. Er würde mir 2 Spritzen mit Penicillin geben. Der Arzt nahm eine Spritze mit einer Penicillinlösung in die Hand. Ich spürte ein leichtes Kribbeln, als das Medikament in meinen Körper eindrang. Trotz des Brennens bemühte ich mich, ruhig zu bleiben. Nach der ersten Injektion beobachteten die Ärzte sorgfältig meine Reaktion. Sie fragten mich, ob ich irgendwelche Unannehmlichkeiten oder allergischen Reaktionen hatte. Glücklicherweise hatte ich keine ernsthaften Nebenwirkungen und spürte nur einen leichten Schmerz. Nach der zweiten Penicillin-Injektion änderte sich jedoch plötzlich alles. Mir wurde schwindelig, und meine Sicht begann zu verschwimmen. Ich versuchte, mich aufzusetzen, aber mein Körper wurde sehr schwer. Schließlich wurde ich ohnmächtig und fiel auf den Boden. Mein Bewusstsein schwand, die Geräusche und das Licht um mich herum wurden schwächer und ich fiel ins Koma. Plötzlich tauchte ich in eine Dunkelheit auf. Es gab keine Geräusche und kein Licht um mich herum. All mein Schmerz verschwand. Ich fühlte mich, als würde ich im Nichts schweben. Das Gefühl war für mich erstaunlich. Als ich das Licht wieder sah, schwebte ich an der Decke der Station und überblickte den ganzen Raum. Ich konnte alle Details der Station deutlich sehen. Mein Körper krampfte, und aus meinen Mundwinkeln quoll weißer Schaum. Der Anblick verblüffte und erschreckte mich zugleich. Die Ärzte und Krankenschwestern führten immer wieder Wiederbelebungsmaßnahmen durch, beatmeten mich und machten Herzdruckmassagen. Auf der Station herrschte eine angespannte Atmosphäre. Ich sah die Krankenschwester, die mir zuvor Penicillin verabreicht hatte, in der Ecke stehen. Ihr Gesichtsausdruck war hilflos und verunsichert, als ob sie unter großem Stress stand. Ich ging langsam auf sie zu, ich wollte sie trösten. Als ich meine Hand auf ihre Schulter legte, stellte ich zu meiner Überraschung fest, dass meine Hand ohne jede Berührung durch ihren Körper ging. Mir wurde klar, dass ich mich jetzt nicht in der physischen Welt befand. Obwohl ich alles um mich herum wahrnehmen konnte, konnte ich nicht direkt mit der realen Welt interagieren. Ich hörte, wie einer der Ärzte zu der Krankenschwester sagte, dass wir ihn bald verlieren würden. Diese Worte erfüllten mich mit Hilflosigkeit und Verzweiflung. Ich wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Plötzlich stürmte ein Arzt in den Operationssaal, der eine besonders lange Spritze in der Hand hielt. Der Arzt näherte sich schnell meinem Körper und führte die lange Spritze in meine Brust ein. Die Spitze der Nadel durchdrang die Haut und drang direkt in den Raum zwischen meinen Rippen ein. Die Miene des Arztes war sehr entschlossen. Er justierte die Spritze immer wieder, um sicherzustellen, dass das Medikament gleichmäßig in meinen Körper injiziert wurde. Seine Bewegungen waren flink und präzise. In diesem Augenblick befand ich mich in einem mir unbekannten Raum. Die Wände waren aus Ziegeln und Stein. Sie trugen die Spuren des Alters. Es gibt auch einige alte Fresken an den Wänden. Die Möbel in dem Raum sind aus altem Holz gefertigt. Auf dem Tisch liegen ein vergilbtes Buch und ein alter Federkiel. In der Ecke des Zimmers steht ein altmodischer Stuhl. Die Rückenlehne des Stuhls ist kunstvoll mit einem floralen Muster geschnitzt. Ein schwaches Licht durchdringt den ganzen Raum. Plötzlich betrat ein Mann den Raum. Ich sah eine vertraute Gestalt. Es war meine Tante, die vor 9 Jahren gestorben war. Sie trug ein langes, blassblaues Kleid mit zarten Stickereien. Ihr langes Haar fiel in Kaskaden über ihre Schultern, weich und glänzend wie ein Wasserfall. Ein sanftes Lächeln breitete sich auf ihrem Gesicht aus, und in ihren Augen leuchtete ein helles Glitzern. Ihr Gesicht schien von den Jahren unberührt zu sein und behielt seine Jugendlichkeit bei. Es gab nicht eine einzige Falte in ihrem Gesicht. Als ich 3 Jahre alt war, starb meine Mutter bei einem Unfall. Damals ging es unserer Familie finanziell nicht gut, und mein Vater musste noch arbeiten gehen und konnte sich nicht ständig um mich kümmern. In dieser Situation sprang meine Tante ein und bot an, sich um mich zu kümmern. Sie ist ein freundlicher und liebevoller Mensch. Meine Tante nahm mich in ihre Obhut und gab mir die Wärme einer Familie. Unter der Obhut meiner Tante verbrachte ich viele glückliche Zeiten. Sie war wie eine liebevolle Mutter, die mir ein Gefühl der Sicherheit gab. Sie lehrte mich viele Dinge über das Leben. Ich wuchs in der Gesellschaft meiner Tante auf. Unter ihrer Obhut lernte ich allmählich, unabhängig und stark zu sein, und ich lernte, die Schwierigkeiten und Herausforderungen des Lebens zu meistern. Doch als ich in die Grundschule kam, kehrte ich an die Seite meines Vaters zurück. Sie war eine der wichtigsten Personen in meiner Erziehung, und sie machte mich stärker und mutiger. Meine Tante kam auf mich zu und umarmte mich sanft. Ich sagte zu ihr, Tantchen, ich vermisse dich so sehr. Ich habe dich in den letzten 9 Jahren vermisst. Wie geht es dir jetzt? Meine Tante lächelte sanft, mein liebes Kind, ich habe über dich gewacht. Ich bin stolz auf dich. Ich habe hier ein sehr glückliches Leben geführt. Meine Tante klopfte mir auf die Schulter und sagte sanft, ich weiß noch, als du das erste Mal in mein Haus kamst, hast du dich ein wenig unwohl gefühlt. Die neue Umgebung machte dich sehr schüchtern. Ich lächelte und nickte, als ich mich an diese Szene erinnerte. Wir erinnerten uns auch an einen lustigen Vorfall. Ich war gerade im Haus meiner Tante angekommen und fühlte mich in meiner neuen Umgebung nicht ganz wohl. Meine Tante hatte extra ein neues Bett für mich vorbereitet. In der ersten Nacht wälzte ich mich im Bett hin und her und versuchte, eine bequeme Schlafposition zu finden. Plötzlich rutschte ich aus Versehen aus dem Bett und fiel auf den Boden. Meine Tante hörte das Geräusch, stürmte ins Zimmer und konnte nicht anders, als über mein komisches Aussehen zu lachen. Sie lernte sogar, meinen Gesichtsausdruck zu imitieren, nachdem ich aus dem Bett gefallen war und das Lachen den Raum erfüllte. Hier unterhielten meine Tante und ich uns viel. Schließlich sagte meine Tante zu mir, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Dein Vater wartet auf dich. Schließlich sagte meine Tante zu mir, es ist Zeit, zurückzugehen. Dein Vater wartet auf dich. Wir gingen aus dem Zimmer. Meine Tante hielt zärtlich meine Hand, ihr Blick war voller Sorge. Sie sagte, Baby, du bist zu einem tapferen und starken Kind herangewachsen. Dein Vater wartet auf dich, er hat dich immer geliebt und möchte, dass du glücklich an seiner Seite bist. Ich blickte auf, versuchte, meine Gefühle zu beherrschen, lächelte und sagte zu meiner Tante, Tante, ich werde die Liebe und die Erziehung, die du mir gegeben hast, nie vergessen. Ich werde ein guter Mensch sein. Meine Tante fuhr fort, vergiss nicht, egal wo du bist, meine Tante wird dich immer unterstützen. Ich nickte, Tränen traten mir aus den Augenwinkeln, und schließlich umarmten wir uns fest und spendeten uns gegenseitig Wärme und Segen. Schließlich drehte ich mich um und verließ den Raum. Als ich den Raum verließ, spürte ich eine starke Anziehungskraft, als ob eine unsichtbare Kraft mich herbeirufen würde. Ich entspannte mich und bewegte mich allmählich auf sie zu, während diese Kraft mich führte. Als ich in meinen Körper zurückkehrte, spürte ich ein starkes Wirbeln und Drehen, als ob ich in einem riesigen Strudel gefangen wäre. Alles um mich herum verschwamm, als ob ich eine fantastische Reise erlebt hätte. Allmählich spürte ich, wie ich in die reale Welt zurückkehrte. Meine Atmung wurde regelmäßig, ich spürte, wie mein Herz schlug und das Blut durch meinen Körper floss. Langsam öffnete ich die Augen und fand mich in einem Krankenhauszimmer auf einem Bett liegend, umgeben von Ärzten und Krankenschwestern. Auch mein Vater stand am Bett und sah sehr mitgenommen aus. Ich lächelte und winkte meinem Vater zu. Mein Vater hielt meine Hand fest und sagte mit leicht zittriger Stimme: Mein Sohn, endlich bist du aufgewacht, ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Mein Vater streckte seine andere Hand aus und strich mir sanft über die Wange, seine Augen zeigten tiefe väterliche Liebe. Ich lächelte und sagte zu meinem Vater, Vater, ich habe meine Tante gesehen und sie sagte mir, ich solle dich grüßen. Mein Vater wirkte sehr überrascht und sagte dann, mein Sohn, vielleicht hast du nur Halluzinationen. Ich sagte fest, Vater, ich halluziniere nicht und es ist kein Traum. Ich habe meine Tante wirklich gesehen. Sie hat viele Dinge zu mir gesagt. Mein Vater hörte zu und dachte einen Moment lang nach. Dann sagte er, mein Sohn, vielleicht hat dein Erlebnis dich in den Größenwahn getrieben, und es könnte nur eine psychologische Reaktion sein. Wir alle vermissen sie sehr, aber sie ist schon seit vielen Jahren nicht mehr bei uns. Er fuhr fort, mein Kind, ob real oder illusionär, deine Erfahrung ist wichtig. Unsere Tante war für uns alle eine sehr wichtige Person und hat uns sehr geholfen. Wir müssen ihr auf ewig dankbar sein. Am nächsten Tag kam ein Arzt auf meine Station. Ich erkannte ihn sofort als den Arzt mit der langen Spritze an diesem Tag. Ich schaute ihn dankbar an und bedankte mich bei ihm. Der Arzt sah mich misstrauisch an und sagte, ich glaube, wir sehen uns zum ersten Mal, Sie müssen sich irren. Ich entgegnete entschlossen, Herr Doktor, ich weiß, es klingt unglaublich, aber während meiner Nahtoderfahrung habe ich Sie wirklich gesehen. Ich sah, wie Sie mit einer langen Spritze in der Hand in den Operationssaal eilten. Die Miene des Arztes wurde ernst und er hörte mir aufmerksam zu. Ich beschrieb das Erlebnis, so gut ich konnte, einschließlich der Dunkelheit des Raumes, der über meinem Körper schwebte. Nach einigen Augenblicken des Nachdenkens holte der Arzt tief Luft und sagte dann, das klingt zwar unglaublich, aber wir haben noch viele unbeantwortete Fragen zu Nahtoderfahrungen. Ihre Erfahrung könnte eine einzigartige spirituelle Erfahrung sein. Danke, dass Sie diese Geschichte mit mir teilen. Nahtoderfahrungen sind ein mysteriöses und komplexes Gebiet, und es gibt noch vieles, was wir nicht verstehen. Die Erfahrung eines jeden Menschen ist einzigartig. Unabhängig davon, ob es sich um eine reale Erfahrung oder eine Illusion handelt, wird es ein Teil des eigenen Wachstums. Ich schaute den Arzt dankbar an und spürte seine Ehrlichkeit und sein Verständnis. Diese besondere Erfahrung wird für immer in meinem Herzen bleiben und mich inspirieren, ein sinnvolleres Leben zu führen. Mit einem dankbaren Herzen werde ich weiter voranschreiten.